Hallo meine Lieben. Ja, hier melde ich mich zurück nach einer ja doch mehrwöchigen Pause, weil ich ja mein Baby bekommen habe und ich bin wieder da. Ich fange wieder an mit Videos machen und ich wollte mit diesem Geburtsbericht hier starten. Ich habe sehr, sehr viele Geburtsberichte mir vorher selber auf YouTube angeguckt und ja, war so ein bisschen auf der Suche. Ja, danach, wie wird wohl eine Geburt werden und so weiter. Und habe ja schon einen großen Sohn. Allerdings war der ein geplanter Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen. Der war einfach so groß und so schwer, den hätte ich nicht durch mein Becken gekriegt. Und darum musste er dann per Kaiserschnitt geboren werden. Das ist jetzt auch schon 4,5 Jahre her. Und dieses Mal wurde das Mädchen, was wir bekommen haben, deutlich kleiner geschätzt. Also stand einer natürlichen Geburt nichts im Wege. Und ich war ja sehr aufgeregt, weil ja im Grunde man mich behandelt wie eine Erstgebärende. Der Muttermund war ja noch nie auf. Und ja, zudem wusste ich halt auch dann einfach nicht, wie sind Wehen. Und auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage habe ich mir etliche Geburtsberichte angeschaut. Und möchte euch ja jetzt, wenn ihr auch auf der Suche seid nach so einer Antwort, eine geben. Denn Wehen tun weh, aber sie sind machbar. Ja, ich habe jetzt den Vergleich. Ich habe beides erlebt, Kaiserschnitt und normale Geburt. Und ich muss sagen, beides ist nicht ohne, aber durchaus machbar. Und ja, vielleicht mache ich da auch nochmal ein gesondertes Video zu, dass ich einfach die Vor- und Nachteile von beiden Geburtsarten sozusagen erzähle. Jetzt fange ich aber mal an mit dem Geburtsbericht von unserer Tochter. Ich habe mir alles aufgeschrieben, weil ja, die Stunden vergehen einfach wie im Flug, wenn man so in diesem Wehenprozess drin ist. Und ja, wir haben immer unseren Eltern einen aktuellen Status durchgegeben. Von daher konnte ich die Uhrzeiten jetzt ungefähr nachvollziehen, zu welcher Uhrzeit was passiert ist. Mein Entbindungstermin war der 6. April 2015. Da war die Kleine ausgezählt. Ich bin an dem Tag, das war Ostermontag, auch ins Krankenhaus gegangen, um ein CTG zu bekommen. Das hatte aber noch keine großartigen Wehen, außer den Senkwehen, die ich schon wochenlang hatte, aufgezeichnet. Und man hat mich wieder nach Hause geschickt mit dem Kommentar, das wird heute sowieso nichts, also gucken wir morgen mal weiter. Ich wollte nicht so lange drüber gehen über den Termin. Und ja, darum habe ich auch schon vorher angefangen mit der Akupunktur und Nelkenöl, Tampons und was man nicht alles so macht, um Wehen in Gang zu bekommen. Und wir wollten am 7. April, also dem Dienstag nach Ostern, dann mit einem Wehentropf versuchen, die Geburt einzuleiten. Mehr durften die nicht machen im Krankenhaus, weil es ein kleines Krankenhaus ist und keine Uniklinik oder irgendwie was, wo vielleicht auch mehr gemacht wird zur Einleitung. Denn ich hatte ja eine Kaiserschnittnaht. Und man befürchtete, wenn ich Hormontabletten nehme oder dieses Bändchen vorgelegt bekomme, dass es unter Umständen auch sehr heftige Wehen auslöst, die dann unter Umständen diese Naht zum Reißen bringen. Die Gefahr ist wohl auch irgendwie nur bei 4-5% oder so, aber das war dem kleinen Krankenhaus, in dem ich war, zu hoch. Und darum nur ein Tropf, den man halt wieder runterregulieren kann, sobald da heftige Wehen gekommen wären und dann ist die Wirkung auch sofort wieder vorbei. Ja, am 7. April hatte ich also wie gesagt um 8 Uhr den Termin für diesen Tropf. Um 4 Uhr nachts fingen allerdings meine eigenen Wehen an. Das war mehr als diese Senkwehen. Ich habe gedacht, ja, das könnten Geburtswehen werden. Die tun auf jeden Fall mehr weh. Die ziehen ordentlich nach unten. Und ich konnte sie aber gut aushalten. Ich brauchte also auch noch nicht aus dem Bett. Ich konnte noch ein bisschen liegen bleiben, aber mit Schlafen war ab 4 Uhr eigentlich dann vorbei. Die waren nämlich dann schon relativ regelmäßig, so alle 5, 6 Minuten. Und ich habe mir gedacht, gut, wir wollen um 8 Uhr ja eh in den Kreissaal. Also sind wir dann zeitig auch aufgestanden, haben unseren Sohn auch schon bei meinen Eltern gehabt, dass wir also auch keinen Stress mehr hatten, den irgendwo hinzubringen. Der sollte über Nacht ja sowieso schon ausquartiert sein. Und um 8 Uhr waren wir dann pünktlich im Kreissaal. Da habe ich dann eine Stunde lang ein CTG bekommen und die Hebamme war sehr zufrieden mit den Wehen. Die wurden auch regelmäßiger.
Allerdings nahm die Intensität nicht großartig zu. Dann habe ich diesen Oxytocin-Tropf bekommen, so nennt er sich. Das ist halt ein Hormon, was die Gebärmutter zum Zusammenziehen animiert, was auch das Hormon ist, was nachher beim Stillen die Nachwehen, diese Gebärmutter wieder zusammenziehenden Wehen auslöst. Ist also ein Hormon, was man sowieso im Körper hat und was jetzt über den Tropf gegeben die Wehen bei mir deutlich stärker gemacht hat. Das war so eine halbe Stunde ungefähr, die ich diesen Tropf dran hatte. Und dann haben die den wieder abgemacht, weil meine eigenen Wehen waren absolut stark genug. Die waren immer noch gut auszuhalten, die konnte ich gut veratmen. Ich bin mit meinem Mann die sämtliche Krankenhausflure hoch und runter spaziert, Treppen gelaufen, solange ich konnte. Einfach laufen, 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 stehen bleiben und atmen, weiterlaufen, damit ja, die Schwerkraft, die das Laufen ja bei dem Laufen ja vorhanden ist, einfach noch ein bisschen mitarbeiten kann, während man im Liegen ja dann nicht mehr wirklich Schwerkraft auf dem Muttermund hat. Ja, dann habe ich ungefähr, sagen wir mal von halb 10, 10 Uhr an bis ungefähr 14 Uhr die Wehen so aushalten können. Der Muttermund war 2 cm oder so, allerdings da erst auf um 14 Uhr, wobei ich vorher gar keine Öffnung hatte vor dem Oxytocintropf. Das war also dann schon mal eine guter Fortschritt. Wobei ich aber ein bisschen enttäuscht war, dass es erst 2 cm waren. Um 15 Uhr dann, also ich war zwischendurch immer mal wieder auf meinem Zimmer, aber da habe ich es halt einfach nicht lange ausgehalten, weil ich eben so einen Bewegungsdrang hatte. Ich musste einfach laufen. Aber so gegen 3 ging es nicht mehr mit dem Laufen. Da habe ich einfach so starke Schmerzen gehabt. Ja, da wollte ich mich einfach nur noch hinlegen und ich wollte auch dann nach der Untersuchung von der Hebamme, die sagte, na, also, da ist der Muttermund immer noch nicht viel weiter. Er war, glaube ich, dann bei 3 oder 4 Zentimetern. Da wollte ich dann doch eine PDA. Da habe ich gesagt, nee, ich muss hier nicht den Helden markieren. Ich werde mir einfach jetzt helfen lassen und habe eine PDA dann bekommen. Die erste war ungefähr dann so gegen 15 Uhr. Die Wehen waren sehr heftig vor der PDA. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir vorher auch nicht vorstellen, wie Wehen sich anfühlen. Es war halt einfach wie von Beginn an, wie ich glaube, ihr könnt sie hören, oder? Oh, mein Mann ist da, der kann aufpassen. Von Beginn an fühlte es sich an wie Regelschmerzen, dass einfach in der Gebärmutter sich was tut und dass es auch dann rhythmisch sozusagen alle paar Minuten heftiger wird und nach unten Richtung Muttermund zieht. Nachher ist es dann so gewesen, dass ja, es einfach wie ein Krampfgefühl im Bauch war, das so stark wurde, dass ich auch nicht mehr dagegen atmen konnte. Sondern ja, ich einfach gedacht habe, das zerreißt mich hier gleich von innen. Das Becken wurde auseinandergedrückt in der Wehe. Es ist wirklich ein Zerreißschmerz. Ja, wobei man einfach sagen muss, das ist eine Minute und danach ist wie weg. Also man hat wirklich eine Pause in dem, zwischen den Wehen, wo man gar nichts hat, gar keinen Schmerz. Und dann fängt es halt langsam wieder an. Und ich konnte es dann nicht mehr aushalten. Ich habe gesagt, nö, ich bin zwar nicht so richtig zimperlich, aber ich bin jetzt auch nicht hier der ja, geborene Krieger. Ich habe gedacht, das ist ein super Mittel, die PDA, das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Und ja, die erste so gegen 3 Uhr gekriegt. Die hat leider nicht geholfen. Ich weiß auch nicht warum. Der Anästhesist war sich sicher, dass sie richtig sitzt. Allerdings hatte ich keinerlei Erleichterung, auch nicht nach einer Viertelstunde oder so. Also wo auch immer das Schmerzmittel hingegangen ist, auf jeden Fall hat es mir nicht geholfen. Und ich hatte innerhalb von einer Stunde den Muttermund dann deutlich weiter auf. Also die Wehen, die da so heftig wehgetan haben, die haben auch richtig was getan am Muttermund. Das waren, glaube ich, 3 Zentimeter oder so innerhalb von einer Stunde oder sowas. War richtig, richtig heftig. Fast schon zu schnell. Und darum habe ich dann für die zweite PDA, die ich mir dann gewünscht habe, die man einen Wirbel höher angesetzt hat, habe ich mir
nochmal einen Wehenhemmer gewünscht. Die Hebamme hat also einen Wehenhemmer über meine Nadel im Arm gespritzt, dass die Wehen auch wirklich schlagartig weg waren, damit ich überhaupt ruhig sitzen konnte für die zweite PDA. Die hat super geholfen, die hat sofort angeschlagen. Ich konnte meine Füße bewegen, ich hatte Gefühl in den Beinen, aber der Schmerz war weg. Ich habe nur noch ein Druckgefühl gehabt nach unten und das war total gut auszuhalten. Und danach, also der Muttermund war dann so bei 6-7 cm, wie gesagt, habe ich ungefähr eine Stunde, sage ich mal so bis von 5 bis 6 oder irgendwie so, die Ecke habe ich geschlafen. Ich habe im Kreißsaal einfach eine Pause gebraucht, weil ja, das, bevor die PDA gewirkt hat, wirklich sehr, sehr schmerzhaft war. Aber das hat so gut getan, dass die Schmerzen weg waren. Ich bin einfach selig gewesen mit dieser PDA und habe gut wieder mithelfen können, wenn dieses Druckgefühl kam. Habe da super mitatmen können, die meine... Also die Herztöne von meiner Tochter waren auch gut und ja, da war einfach nur erstmal Entspannung angesagt. So gegen 18 Uhr wurde ich dann wieder untersucht, da hatte ich 8 cm endlich erreicht. Ich habe gedacht, jo, noch zwei, dann kann die Kleine endlich kommen. Ich war ja immerhin schon seit 10 Uhr dran, das waren also schon 12 Stunden. Nee, gar nicht, 8 Stunden. Dann habe ich gedacht, prima, jetzt hast du die PDA, jetzt geht es dir gut, du hast nur noch Druck, keinen Schmerz. Jetzt kann es bald losgehen. Dann habe ich um 19 Uhr eine Untersuchung bekommen. Ja, immer noch 8 cm. Hat sich nichts getan. Mist. Dann wurden die Herztöne auch unter den Wehen etwas schlechter. Da habe ich schon gedacht, nur. Dann sagte die Hebamme mir, komm, es ist jetzt 19 Uhr. Wir warten noch eine Stunde und dann gucken wir wieder. Dann habe ich diese Stunde weiter veratmet und ja, die ganze Zeit im Kreißbett dann gelegen, weil man mit der PDA nicht mehr laufen sollte. Da hat sie um 20 Uhr nachgeguckt, immer noch 8 cm. Und ich habe gedacht, nein. Und jetzt wurden die Herztöne wirklich schlechter. Das habe sogar ich gehört auf dem CTG. Immer wenn eine Wehe kam, ging die von 140 oder wo die waren, schlagartig runter auf 100. Und sie sagte, unter 100, wenn es so um die 80 geht, machen sie einen Kaiserschnitt. Das ist nicht mehr zu tolerieren. Und ich habe gedacht, oh je, jetzt nicht 8 Stunden, 9 Stunden Wehen ausgehalten und dann doch noch einen Kaiserschnitt. Und da habe ich dann gesagt, so, bitte spritzt nochmal was in die PDA nach. Ich kriegte nämlich schon wieder mehr Schmerzen. Ich merkte, dass das wieder zunahm. Spritzt was nach, ich setze mich jetzt auf die Bettkante. Das war das Maximum, was ich der Schwerkraft helfen konnte. Also aufstehen war ja, wie gesagt, nicht erlaubt. Dann habe ich mich auf die Bettkante gesetzt und habe gehofft und gebetet, dass die Stunde, die sie mir noch Zeit gegeben haben, der Muttermund sich dann ganz auf 10 cm öffnet. Und es war dann um 21 Uhr soweit, dass die Hebamme nochmal nachgefühlt hat und gesagt hat, ne, 8 cm, ich fühle hier eine Falte am Rand. Hat sich immer noch nichts getan. Ich rufe jetzt an, das OP-Team soll sich bereit machen. Wir schneiden jetzt. Oh, dann habe ich gesagt, nein, es hat aber so gut hier gearbeitet die ganze Stunde. Das kann doch nicht sein, dass der Muttermund nicht weiter aufgegangen ist. Und die Wehen wurden auch anders. Ich habe gedacht, das könnten hier Presswehen werden. Ich hatte diesen Drang mitzudrücken. Und dann habe ich Gott sei Dank einen sehr, sehr netten Arzt dabei gehabt, der gesagt hat, wenn ich darf, untersuche ich auch nochmal. Ich sage, ja, dafür sind Sie ja hier, machen Sie mal. Und der hat dann auch nochmal nachgefühlt und hat gesagt, meine liebe Hebamme, ich weiß nicht, was du da gefühlt hast, aber ich denke, der ist auf, 10 cm. Dann hat sie nochmal nachgefühlt und tatsächlich, er war auf. Diese Falte, die sie da gefühlt hat, wo sie dachte, das ist noch Muttermund, das war wohl irgendwie was anderes. So eine Pseudofalte, keine Ahnung. Der Muttermund war auf jeden Fall auf. Ich weiß auch nicht, wie lange er schon auf war, aber ich durfte endlich mitpressen und habe dann ungefähr noch 8 Presswehen oder sowas gehabt. Also lass es noch eine Viertelstunde gewesen sein. Dann kam die Kleine. Also um 21.33 Uhr ist sie dann geboren. Und
Ich war selig, endlich mitpressen zu dürfen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Man möchte es einfach nur geschafft haben. Und mein Mann war die ganze Zeit bei mir. Das war auch sehr, sehr gut, denn dem habe ich fast die Hand zerquetscht. Aber es war so wichtig, dass ich seine Hand hatte. Das war so vertraut und so gut. Und er hat mich auch immer wieder motiviert und hat gesagt, dass ich das so toll mache. Bei meiner Hebamme leider, sie war sehr ruhig und sie war auch sehr, sehr lieb. Aber sie hat wenig Motivation dahinter gesetzt, sondern immer nur gesagt, ja, okay, Und das hat mir gefehlt, dass jemand gesagt hat, du hast das gleich geschafft, das sind vielleicht jetzt noch 2 Stunden, dann hältst du dein Kind im Arm. Und mehr mein Mann war dann derjenige, der so motivierend auf mich eingeredet hat. Und er sagte auch hinterher, ich konnte ja nichts machen, ich konnte dir nur helfen, deine Hand festhalten und irgendwie da sein. Und ich habe gesagt, das war schon alles, was du machen konntest. Es war wichtig, dass du da warst. Und ja, dann zum Schluss sagte er dann auch, ich kann schon sehen, sie hat genauso viel Haare wie ihr Bruder. Das hat mich also auch richtig motiviert. Und ja, zum Schluss, die Presswehen waren einfach nur ja, ein Segen, dass man endlich aktiv mithelfen durfte. Und auch wenn das nochmal sehr schmerzhaft war, trotz der PDA, war es einfach ein guter Schmerz, weil ich wusste, das sind jetzt nur noch ein paar Wehen und ich halte mein Kind im Arm. Und ja, Gott sei Dank bin ich auch kaum da irgendwie gerissen oder irgendwie was. Das hat die Hebamme super gemacht. Die hat mir also mich da gestützt oder geschützt oder wie auch immer man das nennen mag. Und da ist alles soweit heile geblieben, Gott sei Dank. Und dann lag die Kleine da und ist mir auch direkt auf den Arm gegeben worden. Papa durfte Nabelschnur durchtrennen. Und ja, es waren insgesamt dann also ja fast 12 Stunden Wehen. So ungefähr wie bei einer Erstgebärenden eben das auch ist. Also man sagt ja so 8 bis keine Ahnung wie viele Stunden sind normal. Und ich war ja kaputt, aber auch selig und dankbar. Und als die kleine Maus dann gewogen und gemessen wurde und so weiter, da war ich so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, sie so auf die Welt zu bekommen. Diese Chance hatte ich ja beim ersten Kind nicht. Und man kann einfach nur sagen, dass es ein Wunder ist, wenn ein Leben auf die Welt kommt und dass ja, der eigene Körper dafür gemacht ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Man hat keinerlei Einfluss auf die Wehen, man kann sie nicht bremsen, man kann sie nicht fördern. Der Körper macht mit dir, was er will, und er macht es gut. Und es ist absolut die Bestimmung einer Frau, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Von daher, wer Angst davor hat, macht euch keinen Kopf. Ich hatte auch Angst davor, aber es ist schaffbar. Es ist wirklich schaffbar mit den modernen Schmerzmitteln, auch wirklich ohne, dass man arg leiden muss, schaffbar. Es ist absolut ein Schmerz, den man gerne in Kauf nimmt dafür, dass das Baby kommt. Man hat ja so viele Monate gewartet. Der Schmerz ist, ja, er ist schlimm. Das darf man nicht anders sagen. Ich möchte jetzt auch hier keinen Weichspüler erzählen. Also es ist schon heftig. Aber man kann sich ja Hilfe holen. Und die habe ich mir auch dann eingefordert und es hat gut geklappt. Und nach der PDA war ich einfach nur noch glücklich, weil so war es wirklich auszuhalten. Und die Schmerzen, die man nach dem Kaiserschnitt hat, sind auch nicht ohne. Also von daher probiert es ruhig aus, wenn ihr vor der Wahl steht, normal zu entbinden oder nicht. Es ist einfach die Bestimmung eures Körpers und ihr schafft das. Ganz, ganz ehrlich, ihr schafft das. Die Motivation ist die größte, die man haben kann. Man hat bald sein Kind da und hinterher ist es auch nicht mehr wichtig, wie weh hat es getan oder wie lang hat es gedauert oder bin ich verletzt da unten oder nicht. Es ist nicht mehr wichtig. Ihr habt euren Schatz im Arm und die helfen ordentlich mit. Ich hatte kurz bevor die Presswehen anfingen sehr starke Übelkeit, wo ich da auf der Bettkante saß. Wo die Hebamme auch gesagt hat, die Kleine stößt sich ab, die tritt nochmal nach oben, die macht sich bereit für den Endspurt und sie hilft also mit. Und das Kind hat ein Drittel der Arbeit übernommen und du hast 2 Drittel der Arbeit übernommen. Also es ist auch fürs Kind nicht ohne und wahrscheinlich auch ein bisschen beängstigend, was da gerade mit diesem Kind passiert.
Man merkt an den Herztönen ja auch, dass dieser kleine Mensch da drin mithilft und mitarbeitet und vielleicht auch aufgeregt ist. Und dann hat man es hinterher als Team geschafft. Und die Hormone, die einen da überfluten, sind einfach der Wahnsinn. Ich habe auch meinen Sohn sofort geliebt, aber man kann einfach diese Hormonflut nach einer normalen Geburt einfach nicht beschreiben. Das lasst euch nicht entgehen. Also wenn ihr die Wahl habt, dann lasst euch das nicht entgehen. Es ist einmalig. Man ist wirklich wie auf Wolke 77 und nur noch glücklich. Und darum plädiere ich für die normale Geburt. Wenn nichts dagegen spricht, versucht es. Ja, ich werde also noch mal ein Video machen, Kaiserschnitt oder normale Entbindung. Ich denke, dass da noch mal viele Fragen zu beantworten sind und ja. Somit möchte ich es bei diesem Geburtsbericht belassen. Die Kleine ist also am 7. April um 21:33 Uhr geboren. Sie war 3410 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß und hatte einen Kopfumfang von fast 34 Zentimetern, 33,5 oder so. Ja, also ein durchschnittliches, properes Baby. Und so ungefähr wurde sie auch geschätzt. Also die haben ganz gut vorher schätzen können mit dem Ultraschallgerät. Und sie war auch sofort fit, ist auch auf meinem Arm sofort dann an die Brust gegangen. Und ja, ich stille also auch immer noch. Und das Ganze ist jetzt ja 5 Wochen her. Sie macht sich gut. Sie hat schon über 1 Kilo zugenommen. Und ja, insgesamt bin ich sehr, sehr froh, wie es jetzt hier gerade läuft, bis auf die sehr schlaflosen Nächte und ja, das abendliche Bauchwehgebrüll. Aber das kennen wir vom Großen auch schon. Das sind ein paar anstrengende Wochen, aber ja, man ist ja einfach nur dankbar, dass das Kind da ist. Ja, das war es also, mein Geburtsbericht. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen dann mit ein paar Fragen beantworten konnte oder Mut machen konnte und danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf die nächsten Videos. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, einfach her damit. Schreibt sie mir rein unten in die Kommentare. Ich beantworte sie gern. Also bis bald, meine Lieben. Tschüss.